Hey, hey, hallo Leute und willkommen zu diesem kurzen Informationsvideo bezüglich PlayStation Plus. Der April steht an, es kommt jetzt ein bisschen spät, es ist schon seit einigen Tagen bekannt, aber ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, das Video aufzunehmen. Es ist jetzt gerade 10 nach halb 4 früh morgens und ich dachte mir so, ach komm, ich habe jetzt so lange keine Zeit gehabt, jetzt wollte ich eigentlich ins Bett gehen, aber ich hatte jetzt kurz Zeit dafür. Deswegen dachte ich mir, hau ich das mal schnell raus und lade das direkt mal hoch. So, ich fange direkt mal an. Verlassen wird am 3. April sowohl Mass Effect 3 als auch, nicht in Deutschland, weil es das nicht in Deutschland gab, Mortal Kombat und Guardians of Middle-Earth. Oder Wächter von Mittelerde in Deutschland. Am 10. April verlassen wird dann die Vita HD Collection von Metal Gear Solid. Und am 24. April wird das Vita-Spiel Puddle verlassen, welches auch erst letzten Monat hinzugekommen ist. Oder diesen Monat ist ja noch März. Dafür kommen natürlich 5 neue Spiele dazu. Ich fange wieder von vorne an. Am 3. April kommen wieder 3 Spiele rein. Zum einen Okami, das HD-Remake. Okami war ja früher ein PS2-Spiel und das ist jetzt das HD-Remake für die PS3. Ärgert mich ein bisschen, weil ich mir das vor knapp einem Monat gekauft habe. Für Geld. Und dann das nächste Spiel. Der Herr der Ringe, der Krieg im Norden oder Lord of the Rings, War in the North. Ärgert mich auch, weil ich mir das vor knapp einer Woche gekauft habe. Für Geld. Waren zwar nur 10 Euro, aber trotzdem. Ja, dazu nur so am Rande wird höchstwahrscheinlich ein Let's Play Together mit Black Soul 400 und mehr folgen. Wer das ist, erfahrt ihr in dem Nachfolgeprojekt von Suikoden 2, welches ebenfalls ein Let's Play Together mit ihm und mir ist. Wenn ihr auf meinen Projekteplan schaut, werdet ihr es sehen, um euch selbst vorspoilern zu können. Außerdem am 3. April erscheint das Spiel The Cave, welches, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine ziemlich gute Bewertung hat. Und am 10. April kommt dann wieder, ich glaube es ist ein Vita-Spiel, ich schau mal ganz kurz nach, ich weiß das nämlich gar nicht, ich kenne das nicht, das Spiel Zero Escape Virtue's Last Reward raus und das ist ein Spiel für die PlayStation Vita und den den Nintendo 3DS. Ja, das... Ich weiß nicht, es sieht mir gerade nach einem RPG aus, ist es aber nicht wahrscheinlich. Nee, sieht doch nicht so aus. Keine Ahnung, was es ist. Und am 24. April kommt ebenfalls ein Spiel für die PS Vita. Das gute Thomas Was Alone. Das ist ziemlich lustig. Ich kenn's nicht, ich hab's nicht, ich hab keine PS Vita. Ja, wie auch immer. Das war's auch schon. Und... die Liste findet ihr, falls ihr nicht ganz mitgekommen seid oder so, wie immer in der Beschreibung. Dann bis zum nächsten Monat oder bis zu späteren Videos und ciao.